Moin Moin Leute, ja, heute will ich euch das erste Mal mitnehmen, 2014, zum Angeln. Ich bin hier heute an der Nute und will mal gucken, ob hier was geht. Ich habe es auf Grund gelegt, weil das ein ziemlich starkes strömendes Gewässer ist. Ja, ich zeige euch gleich mal ein paar Bilder, ich schwenke mal hier rum. Ne? Sieht man meine Frau, die ist auch schon mal am Angeln. Hier vorne. Wie gesagt, wir haben heute bloß eine Angel draußen, weil wir mal probieren wollen, was heute noch so geht. Das ist meine Mitchell-Route. Und ja, die habe ich auf Grund gelegt und warte eigentlich nur darauf, dass die Spitze ein bisschen zappelt. Und mal gucken, was heute noch so geht. Also, das ist ja heute der 2.3. Das ist ein Sonntag. Und ja, da hinten an der Ecke, an der Brücke, wenn die Hechtschonzeit vorbei ist, lohnt es sich wirklich, mal die Angel zu halten. Und da hat man den einen oder anderen Hecht mal dran. Aber wie gesagt, wir haben noch bei uns die Schonzeit und deswegen gibt es den Hecht jetzt noch nicht. Da hinten steht noch mein Auto. Ja. Wie gesagt, wenn sich hier was tut, dann werde ich euch dazu holen, ne? Wie gewohnt. Wer mich kennt, der weiß jetzt, was jetzt wieder kommt. Was darf beim Angeln nicht fehlen? Richtig, selbstgemachte Sandwich und ein schönes Bierchen dazu, dann läuft das nämlich auch. Wenn wir was gegessen haben, dann beißt das wohl. Bis jetzt waren nämlich nur ein paar kleine Zupfer dran, aber wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Wie gesagt, es ist ja auch noch relativ kalt, sage ich mal, und wie gesagt, die Nute ist nicht wirklich mein Gewässer. Meine Frau angelt hier gerne, deswegen sind wir hierher gefahren. Meine Wenigkeit angelt lieber an den See, schön ruhig, Angel rausgeschmissen und schön sitzen. Hat man weniger Arbeit wegen der Strömung, aber wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich kämpfe hier weiter. Bis denn. Ja, moin moin Leute, da bin ich wieder. Wir haben es jetzt 2:30 hier gleich. Es hat leider nichts gebissen, kann euch also keinen Fang präsentieren. Ja, ich werde euch das Video trotzdem zeigen, weil auch wenn man nichts gefangen hat, kann man das auch ruhig mal zeigen. Vor allen Dingen, das Schöne ist daran, die Natur wieder in der Natur gewesen zu sein, und ich habe für euch noch ein paar Bilder gemacht, die zeige ich im Anschluss von dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der Fotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.